Hallo, heute besprechen wir die Aufgabe 3 der Industriemeister-Basisqualifikationsprüfung aus dem Fach NTG aus dem Jahre 2016-2. Hilfsmittel sind wie immer die Formelsammlung der IHK und ein Taschenrechner, der eben nicht internetfähig oder sonst was ist. Na, die meisten haben wohl den hier. Bei der Aufgabe 3 geht es nun darum, dass sich ein PKW mit 40 Kilometern pro Stunde einer Ampel nähert. Zwischen der Ampel und dem PKW liegen 40 Meter. Die Gelbphase dauert genau 3 Sekunden. Der Fahrer hat eine Reaktionszeit von 0,7 Sekunden, entscheidet sich dann, seinen PKW zu beschleunigen, in einer Sekunde auf 50 km/h und hofft dann bei konstanter Weiterfahrt, die Ampel noch bei Gelb passieren zu können. Die Frage, die sich in der Aufgabe stellt, ist, dass wir nachweisen sollen, ob sein Fahrverhalten zu einem Überqueren der Ampel bei Rot oder Gelb erfolgt. Dazu versuche ich mir zunächst einmal, den Bewegungsablauf irgendwie grafisch darzustellen. Die grüne Ampel soll durch diesen Strich dargestellt werden. Und naja, mein PKW kommt also hier angefahren. Bei Grün fährt seinen Weg und dann plötzlich springt die Ampel auf Gelb um. Oder Orange von mir aus. Nach Ablauf einer bestimmten Zeit, nämlich bei uns hier die 3 Sekunden, springt die Ampel dann auf Rot und alles, was dann passiert, wäre für den Fahrer zumindest mal kostenpflichtig und würde dann praktisch mit einigen Punkten vielleicht auch sogar dann noch in dem Register irgendwie gewürdigt. Also nochmal in ganzen Sätzen. Kommt angefahren, die Ampel springt auf Gelb um, er fährt ein Stückchen, überlegt sich dann Gas zu geben, um auf eine bestimmte Geschwindigkeit von 50 km/h zu beschleunigen und fährt dann mit konstanter Geschwindigkeit weiter, um dann, naja, hoffentlich noch rechtzeitig sozusagen die Demarkationslinie zu überschreiten. Ja, dazu mache ich mir jetzt erstmal eine kleine Skizze und die ist auch letztlich in dem entsprechenden, in der Aufgabenstellung gefordert. Ich möchte nämlich ein VT-Diagramm malen und dieses VT-Diagramm, das soll also praktisch den Bewegungsablauf darstellen. Wenn hier praktisch der Übergang